Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp, zweiter Spieltag. So sieht's mal aus. Die ersten Spiele sind nun erledigt. Nun vielleicht eine rechnungsweise Partie, die erste, oder ist das doch nur der Schein? Schauen wir mal, was denn am zweiten Spieltag passieren wird. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel, was am Freitag stattfinden wird, ist das Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart. Und die Stuttgarter haben im letzten Spiel 5-0 gewonnen gegen den VfL Bochum in Topform. Am ersten Spieltag könnte man natürlich jetzt sagen, so von wegen, ach, die werden sicherlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, die werden vielleicht um die Meisterschaft spielen. Nein, also ich denke mal definitiv, dass das für die Schwaben ein 6-Punkte-Sieg war. Und jetzt ist natürlich die große Frage, kann man eventuell gegen RB Leipzig nun die nächsten Punkte holen oder eben nicht? Denn Leipzig im letzten Spiel 2-3 verloren gegen Bayern 04 Leverkusen. Ein temporeiches Spiel, was aber eben dann die Leipziger verloren haben. Die große Frage ist natürlich die, kann man eventuell jetzt mit einem Sieg wieder oben anknüpfen? Und ich denke, ja, am Ende wird Leipzig gewinnen mit einem 3-1. Das nächste Spiel findet dann am Samstag statt. Das ist das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem SV Werder Bremen. Die Freiburger im letzten Spiel 2-1 gewonnen gegen die TSG Hoffenheim. Ein knapper Erfolg. Hätte man auch nicht so erwartet. Also viele hatten ja wahrscheinlich damit gerechnet, dass die Sinsheimer vielleicht ein bisschen besser gegen Freiburg auftreffen werden. Aber am Ende, ja, hat eben die erste Halbzeit für die Freiburger vieles reingespielt und dann Abschluss auch den Sieg. Jetzt geht's gegen den SV Werder, die im letzten Spiel mit 0-4 verloren haben gegen den FC Bayern München. Ja, defensiv die ganze Zeit, versucht Nagelstiche zu setzen, aber irgendwie hat das nicht so sein. Dann der Ausgleich, der dann an Abschluss aberkannt worden ist. Für Werder Bremen lief es alles andere als gut. Dann fiel das zweite Tor und dann fiel auch die gute Defensive. Man muss es so sagen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird es gegen Freiburg laufen? Ich denke mal, das wird eine knappe Partie, die aber dennoch Freiburg gewinnt mit einem 2-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg. Köln im letzten Spiel 0-1 verloren gegen Borussia Dortmund. Ich fand eigentlich, sie hätten auf jeden Fall einen Punkt verdient. Ja, jetzt mag der ein oder andere sagen, immer, nein, eigentlich nicht. Eigentlich hat Dortmund diesen Sieg verdient geholt. Aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht hätte Köln das verdient. Klar, sehr defensiv engagiert, aber wie würdest du sonst gegen einen Meisterschaftskandidaten antreten? Na? Wenn nicht so, klar. Die große Frage ist natürlich die, wie wird es jetzt gegen Wolfsburg laufen? Denn Wolfsburg würde ich mal eher zu den Nicht-Meisterschaftskandidaten zählen. Kann ich mir das gut vorstellen, dass der 1. FC Köln nach vorne spielen wird. Was vielleicht Wolfsburg, ja, dem ein oder anderen Problemchen vorstellen könnte. Denn gegen Heidenheim, insbesondere im ersten Durchgang, hat man die Tore erzielt, aber insbesondere im zweiten Durchgang hat man schon gesehen, dass Wolfsburg da das ein oder andere Problemchen haben könnte. Und natürlich, wenn du jetzt einen Gegner hast, der etwas zielsichererer ist als Heidenheim, könnte natürlich das problematisch werden. Und genau deswegen denke ich mal, dass Köln gewinnt mit 1-0. Das nächste Spiel ist dann auch mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Ja, in der letzten Saison wahrscheinlich so ein klassischer Gamechanger, würde man heutzutage sagen. Ja, ne? Einige Entscheidungen in diesem Spiel in der letzten Saison, dann an Abschluss meisterschaftsentscheidend. Nun, die Rache von den Dortmundern, schauen wir mal. Nämlich im letzten Spiel 1-0 gewonnen gegen den 1. FC Köln, den Lucky Punch noch gesetzt. Ja, er war mehr als überfällig aus Dortmunder Sicht. Aber wie eben erwähnt, die Kölner hätten auf jeden Fall auch einen Punkt verdient gehabt. Für Dortmund wäre natürlich einer zu wenig gewesen. Jetzt geht's gegen Bochum, die im letzten Spiel 0-5 verloren haben gegen Stuttgart. Völlig auseinandergenommen worden und ja, vielleicht wir jetzt schon wissen, welcher Trainerstuhl vielleicht schon wackeln könnte nach einer 0-5 Niederlage. Oh, das ist sehr weit hergeholt, würde ich mal sagen. Aber Bochum, würde ich mal schon sagen, muss definitiv Besserung zeigen gegen Dortmund. Sie werden aber keine Besserung zeigen, aber von der Höhe her schon. Dortmund gewinnt mit 2-0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und der TSG Hoffenheim. Ja, auch da war ich am Überlegen, vielleicht mein persönliches Topspiel oder nicht. Heidenheim im letzten Spiel 0-2 verloren. Ja, im zweiten Durchgang wollte einfach das Tor nicht fallen. Im ersten Durchgang hat man einfach, ja,
einige Lehrstunden schon gekriegt, wie es so in der ersten Bundesliga ablaufen könnte. Große Frage ist natürlich die, kann man eventuell Punkte holen gegen Hoffenheim, die im letzten Spiel 1-2 verloren haben gegen den Sportclub aus Freiburg. Es fehlte einfach die passende Idee zum Ausgleich aus meiner Sicht. Und daraus schließend dann am Abschluss eben kein Sieg bzw. kein Punkt. Könnte es eventuell Punkte geben gegen Heidenheim? Ich denke mal, dass dieses Spiel ausgeglichen sein wird und am Ende es keinen Sieger gibt. Am Ende ein 1-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Union Berlin. Die Berliner im letzten Spiel 4-1 gewonnen gegen den FSV Mainz 05 und einen Torwart gehabt, der 2 Bälle gehalten hat. Wenn man jetzt sagen mag, oh ja, das ist ja fantastisch. 2 Bälle hat er gehalten, yeah! 2 Elfmeter. Und gar nicht mal so unsicher. Ne? Mal ein Elfmeter, manchmal wenn der Ball ja abgeklatscht und alles drum und dran, der hat sie einfach mal gehalten. Und natürlich stellt sich jetzt die große Frage, ob eventuell Union Berlin den Schwung auch nehmen kann gegen Darmstadt, die im letzten Spiel 0-1 verloren haben gegen Frankfurt, ein gutes Spiel gezeigt haben, insbesondere im zweiten Durchgang, aber eben das Tor nicht gefallen ist. Und daraus schließend dann eben diese Niederlage. Große Frage, kann man eventuell jetzt mit einem Erfolg gegen Union Berlin rechnen? Ich denke eher nicht. Union gewinnt mit 2-1. Das nächste Spiel ist das Samstagabendspiel. Es ist das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen. Die Gladbacher haben letztes Spiel 4-4 unentschieden gespielt gegen Augsburg. Da gab es so einige Situationen, wo man sagen müsste, oh ja, da könnte der immer nächstes Mal drauf reagieren. Und da auch drauf. Und da auch drauf. Und da auch drauf. Also auch sowohl die Elfmeter. Interessante Entscheidung. Also ein oder andere Schiedsrichter hätte die wahrscheinlich nicht so getroffen. Dann, es gibt eigentlich ziemlich viel dazu analysieren. Kurz, knapp, ein wildes Spiel. Große Frage, wie wird es jetzt gegen Bayern und Leverkusen laufen, die ein temporeiches Spiel gespielt haben gegen RB Leipzig. 3-2 gewonnen. Und ja, ich denke mal, in diesem Spiel wird das Tempo auch wieder viel entscheiden. Und ein Abschluss deswegen, Leverkusen gewinnt mit 3-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und der Eintracht aus Frankfurt. Ja, die Frankfurter 1-0 gewonnen im Derby gegen die Darmstädter. Das Tor gemacht und dadurch gewonnen. Dieses klassische Spiel, wo du weißt, okay, das Team, was das erste Tor erzielt, wird dieses Spiel gewinnen. So eins war's. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das eventuell gegen Mainz ähnlich laufen wird oder nicht. Denn der FSV Mainz 05 einfach wirklich den Start völlig verpennt, dann Elfmeter ungenau gemacht. Es ist einfach vieles Kleines schiefgegangen, was sie definitiv gegen Frankfurt abstellen müssen, denn sonst droht die nächste Niederlage. Wird es die sogar geben? Ich denke mal, dass diese beiden Teams an Abschluss kein Tor erzielen und dementsprechend 0-0. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel des Spieltages. Es findet Sonntagabend statt. Das ist das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. Ja, Bayern 4-0 gewonnen. Dominanter Auftritt, so wie man die Münchner kennt. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob man jetzt auch einen dominanten Auftritt gegen Augsburg zeigt. Das Gute aus der Sicht der Münchner ist natürlich, dass sie zu Hause spielen. Wenn sie in Augsburg gespielt hätten, wäre das wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber so, na, gucken wir mal. Augsburg nämlich zu Hause jetzt im Spiel gegen Gladbach 4-4 unentschieden gespielt. Also insbesondere im ersten Durchgang hanebüchen Verteidigerfehler. Also sorry, das muss definitiv besser werden. Im Spiel hat man auch gesehen, je länger das Spiel ging, desto besser wurde auch die Defensive der Augsburger. Klar, sie wurde auch nicht mehr so häufig gefordert von den Gladbachern. Aber trotzdem, einfach viel zu viele Fehler gemacht, dementsprechend diese 4 Gegentore. Wobei, naja, viele Fehler gemacht durch 3 Gegentore, ne, der Elfmeter, wie gesagt, klammern wir mal aus. Kann man eventuell diese Fehler gegen Bayern abstellen? Nein, an Abschluss gewinnt Bayern München mit 4-1. Das waren meine Tipps für Spieltag Nummer 2 in der ersten Liga. Eure Tipps gerne in den Kommentaren. Und natürlich, wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, ne, gerne ein Like da lassen, gerne euren Freunden empfehlen und natürlich auch diesen Kanal abonnieren. Auf YouTube ist das zumindest noch kostenlos. Wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.